So, Emma. Gut, Schluss für heute. Ja? Mhm. Zeig mal. Oh, das hast du sehr schön gemacht. Pack jetzt bitte zusammen. Ich hol mal deine Eltern, ja? Aber einen schönen Pulli an. Wenn ich groß bin, möchte ich genau diesen auch mal haben. Emma, du hast gerade die ganzen Süßigkeiten in deinen Ranzen getan. Warum? Sie haben so schöne Schuhe. Bitte darf ich die auch mal anziehen? Emma, hol die Süßigkeiten bitte wieder raus. Gut, dass Mutter Sarah vor 3 Tagen bereits Johannes Tondera verständigt hat. Sie erhofft sich Rat vom Sozialarbeiter nach der Nachhilfestunde der 9-jährigen Emma. Denn seit einigen Wochen verhält sich das Mädchen immer seltsamer und stiehlt wie ein Rabe. Die 36-Jährige weiß nicht mehr weiter. Der Familienhelfer soll herausfinden, was dahinter steckt. Wenn du jetzt noch nicht reden willst, vielleicht erzählen Sie mal ganz kurz noch mal, wie es zu Hause so läuft und so. Sie hatten mir da ja schon einiges am Telefon erzählt. Ja. Wie ist das denn? Ja, also wir haben schon festgestellt, dass sich die Emma leider etwas verändert hat, auch in letzter Zeit. Stiehlt immer gerne Süßigkeiten, immer mehr von unserem Süßigkeitenschrank, dass ich gezwungen war, den mal abzusperren. Mhm. Und ich dachte mir, das Kind kriegt doch alles von uns. Wieso muss es denn klauen? Doch Emma klaut die Sachen nicht für sich selbst. Im Gespräch mit der Lehrerin kommt heraus, dass die Drittklässlerin die Süßigkeiten an sie und auch die Mitschüler verschenkt hat. Der Familienhelfer wird hellhörig und hakt sofort bei der 9-Jährigen nach. Und jetzt frage ich dich einfach mal ganz direkt, warum packst du das denn ein und verschenkst das? Es muss ja einen Grund geben. Möchtest du mir nicht erzählen. Gut, dann möchte ich aber ganz gerne, um auch ein bisschen die Situation aufzulockern hier, mit dir mal ganz kurz alleine sprechen. Ist das okay? Und wäre das für Sie auch okay? Ja. Dann zeig mir doch mal, das interessiert mich nämlich, dann zeig mir doch mal, wo dein Platz ist hier in der Klasse. Wenn Kinder in der Schule ihr Verhalten ändern und ganz anders reagieren und agieren wie vorher, dann muss es natürlich immer einen Grund geben, den man auf verschiedenen Ebenen suchen kann. Das kann einmal in der Klassengemeinschaft sein, dass es da Schwierigkeiten gibt. Es kann natürlich auch sein, dass man mit dem Lernstoff nicht zurechtkommt oder auch mit der Lehrerin oder dem Lehrer Probleme hat. Das muss man ergründen, bevor man dieses Verhalten wieder in die gute Spur lenken kann. Erzähl mir doch mal, was sind denn deine Lieblingsfächer? Also ich mag Mathe nicht wirklich gerne und Sachkunde ist eigentlich mein Lieblingsfach. Darf ich dir darauf die Hand geben? Ich mochte früher auch kein Mathe. Ich finde Mathe auch ganz blöd, aber Sachkunde finde ich auch ganz gut. Und hast du ganz viele Freunde hier in der Schule? Oder interessieren dich die anderen nicht so sehr? Hm. Hast du denn Klassenkameraden, mit denen du zum Beispiel in der Pause spielst? Weiß ich nicht so. Dann frage ich was anderes. Also, zum Beispiel, gehst du gerne zur Schule? Ja. Und auch jeden Tag? Du schwänzt auch gar nicht oder so? Nein. Das finde ich gut. Was hältst du, weil ich gerade die Karte da sehe von Erdkunde? Ja, es geht. Es ist jetzt nicht unbedingt das Lieblingsfach von mir, aber auch nicht das dürfste. Der Sozialarbeiter startet einen kleinen Test und fragt Emma verschiedene Länder ab. Nicht selten ist es für Kinder problematisch, wenn sie etwas nicht wissen. Mit dieser Übung möchte Johannes Tondera sehen, wie das Mädchen damit umgeht. Doch die Grundschülerin überrascht ihn. Jetzt wusstest du das ja nicht, ne? Findest du das schlimm? Nein, das muss ich halt noch lernen. Mhm. Also, ich merke so, wenn man auch mal was nicht weiß, ist das nicht so schlimm. Ja. Also hast du jetzt nicht so einen Stress in der Schule, ne? Nein, eigentlich nicht. Den Eindruck habe ich nämlich auch. Ich habe mit der Emma ein paar Länder besucht, quasi mit dem Finger auf der Landkarte. Und das hatte natürlich seinen Grund. Ich wollte mal sehen, wenn sie ein Land nicht kennt, wie sie darauf reagiert. Ob es da einen besonderen Druck gibt, einen besonderen Leistungsdruck, dass sie unbedingt wissen muss, welches Land wie heißt. Dem war aber nicht so. Sie hat einiges nicht gewusst oder ein paar Kleinigkeiten nicht gewusst. Und auch auf Nachfrage konnte sie mir bestätigen, dass das für sie kein Problem sei, weil man könne ja auch nicht immer alles wissen. Schönen guten Tag. Ach, guck mal. Hallo. Papi! Ah, komm her, Schatz. Wie war deine Arbeit? Ah, reden wir später drüber. Machen wir einen schönen Tag. Sommer, mein Name. Ich freue mich riesig, Sie endlich kennenlernen zu dürfen. Ja, mein Schatz. Hallo.
Als wir dann an dieser Landkarte standen, da kam in dem Moment auch der Vater rein. Er war ja auch bestellt. Was aufgefallen war, dass er die Lehrerin direkt mit Komplimenten überschüttete und aber auch übers Klassenzimmer einige Komplimente machte. Also der war scheinbar in irgend so einem Flow, was jetzt nicht unsympathisch war, aber es fiel schon auf. Ja, es hapert hier so da, so ein bisschen, ein paar Kleinigkeiten, aber sie war ja auch lange krank. Ach so, das haben wir noch gar nicht gewusst, erzählen Sie mal. Ja, ich glaube, so 3-4 Wochen waren es, oder Schatz? Da war sie außer Gefecht gesetzt und da hat sie natürlich eine Menge hier verpasst. Mhm. Aber toi, 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 da machen wir uns keine so großen Sorgen, das wird schon. Der Vater gibt sich optimistisch. Für Emmas Stehlen und ihr anbiederndes Verhalten muss es allerdings einen Grund geben. Der Familienhelfer weiß, dass Kinder oft ihre Eltern nachahmen und spricht den 39-Jährigen explizit darauf an. Ich erzähle manchmal ein bisschen zu viel, glaube ich, von der Arbeit. Ja. Und dann kriegt sie das so mit in meinem Berufsalltag. Was, von daher, was machen Sie denn beruflich? Ich bin Verkäufer im Außendienst und da bringt mein Kunden auch mal gern gesehen eine Schachtel Pralinen mit. Fläschchen rein. Von daher kriegt sie ja wahrscheinlich so vom Papa ein bisschen mit und dann ist gar kein Problem. Dann ist alles nur gut gemeint. Sie müssen bitte auch mich verstehen, Herr Sommer, wenn bei mir kommt dann der Verdacht ein bisschen auf, dass es dann um Noten geht. Verstehen Sie, die Emma hatte sich natürlich aufgrund der Krankheit bedingt etwas verschlechtert. Das tat mir auch sehr leid, weil sie ja so lange krank war. Und natürlich ist sie abgesagt in den Noten etwas. Ne? Ich mache mir auch keine Sorgen, dass sie wieder das aufholt. Aber deswegen irritiert mich das mit diesen Süßigkeiten und den Schmeicheleien. Das, für mich wirkt das so, als wolle sie damit ein bisschen ihre Noten aufbessern. Sie dürfen mir das bitte nachsehen. Nein, also ich bin da völlig neutral. Wir haben ja jetzt uns darüber unterhalten und wir wissen jetzt, und das ist ja auch nichts Schlimmes, wenn man was Nettes macht, ne? Aber ich möchte den Ernst der Lage jetzt auch nicht hier missen lassen, denn wenn man was klaut, dann ist es nicht richtig. Ne? Das stimmt. Und so, und Robin Hood bist du ja auch nicht, ne? Also das geht irgendwie nicht, ne? Von daher, wir haben uns jetzt ein bisschen unterhalten und du hast ja gemerkt, ne, dass ich nichts Böses von dir will. Und wenn wir uns so nett unterhalten haben und wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen Spaß hatten, ne, dann finde ich, könntest du mir doch wirklich mal erzählen, warum du das mit den Süßigkeiten gemacht hast, oder? Papi, kannst du mir nicht viel lieber eine Geschichte von deiner Arbeit erzählen? Das wäre viel besser. Jetzt geht das nicht. Okay, dann pass auf. Aber ich kann dir sagen, die Pralinen haben mich heute wieder gerettet. Okay, verstehe ich jetzt zwar nicht, aber ich habe auch eine Idee, ne? Wenn es hier heute den ganzen Tag nur um Süßigkeiten geht, ne, dann machen wir jetzt auch mal ein Spiel mit Süßigkeiten, okay? Für den Sozialarbeiter liegt nahe, dass sich Emma das Verhalten von Vater Jan abgeschaut hat. Denn als Verkäufer baut er auf Komplimente und Geschenke. Die Frage ist nur, was die Neunjährige damit erreichen will. Deshalb soll sie die Leckereien nun nach Belieben verteilen. Dabei zeigt sich etwas Unerwartetes. Guck mal, du hast ja die Süßigkeiten, wollte ich ja eigentlich, dass du die zum Beispiel an deine Eltern oder deine Lehrerin verteilst, ne? Jetzt hat deine Lehrerin ist wahrscheinlich trotzdem beteiligt, weil die Süßigkeiten da auf dem Pult liegen, ne? Aber da sitzen ja normalerweise deine Mitschüler, ne? Mhm. Und die das ist für morgen früh. Ach, das ist für morgen früh. Das musst du mir jetzt aber mal erklären, weil die Aufgabe war ja, du sollst die Süßigkeiten verteilen, wer am meisten bekommen soll und auch verdient hat und wem du natürlich am meisten beschenken willst, ne? Mhm. Kannst du mir das mal erklären? Also, meine Mitschüler und meine Lehrerin. Die sollen am meisten kriegen. Und warum? Weil ich denke halt, dass die anderen mich nicht mehr mögen. Ah, Schatz, wie kommst du denn da drauf? Ja, warum denn? Das ist doch Blödsinn. Das glauben wir nicht. Ja, aber wir mögen dich da alle. Wie kommt das denn? Erzähl mir doch mal, warum du meinst, dass sie dich nicht mehr mögen. Ja, ich wurde nicht gewählt. Ach, das ist doch jetzt Quatsch. Das verstehe ich jetzt nicht gewählt. Nicht gewählt. Für was? Wir hatten vor 4 Wochen Klassensprecherwahl. Ach so. Und es war so, die Emma und 3 weitere Schüler hatten sich zur Wahl aufgestellt. Aber dann ist ja die liebe Emma krank geworden. Und ich habe diesen Zusammenhang nicht gesehen. Sie war ja nicht da bei der Wahl, wissen Sie? Und die anderen, die konnten ja davor noch unglaublich viel Werbung für sich machen. Die anderen 3, die Emma war ja krank. Und sie hat, Emma, du hast nur ganz knapp verloren. Nach einem kurzen Gespräch mit Emma haben wir dann festgestellt, dass es gar nicht unbedingt was mit Sympathie und Antipathie zu tun hatte, dass sie zu dieser Klassensprecherwahl nicht gewählt wurde, sondern dass es einfach daran lag, dass sie krank war. Und wir konnten ihr auch deutlich machen, dass es eigentlich nicht ihre Schuld ist, aber dass man auch nicht mit Süßigkeiten, die die Lehrerin kriegt oder beziehungsweise die Mitschüler kriegen, das Ganze wieder gut machen kann.
Da muss der Papa jetzt mal, glaube ich, was zu sagen. Schatz, das ist halt im Berufsleben bringt man mal so ein kleines Präsent, ein kleines Geschenk mit. Das ist hier mit deinen Schulfreunden noch mal was ganz anderes. Also von aber daher. Warum? Schätzchen, warum? A, warst du lange krank und B, brauchst du dir deine Freunde ja nicht kaufen, indem du sie beschenkst. Ja, das hast du gar nicht nötig. Die lieben dich auch so alle. Ich selber habe angeboten, dass ich in einer Woche noch mal vorbeischaue, auch ein bisschen Zeit mit der Klasse verbringe. Ich habe da ein paar Spiele in petto, die das Gemeinschaftsgefühl stärken. Und das würde ich auch tatsächlich gerne tun. Nur eine Woche später hält Johannes Tondera sein Versprechen. Er besucht Emmas Klasse und regt Übungen an, um den Zusammenhalt zu fördern. Dank des Sozialarbeiters fühlt sich die Grundschülerin schon nach kurzer Zeit wieder völlig integriert und auch ihre Noten sind besser geworden.